Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Infovideo von Felicardos Welt. Ja, mir ist so Ohren bekommen, dass es doch möglich ist, dass es Leute gibt, die den Namen Felicardo doch auf irgendwelchen Servern benutzen. Ja, das war mir vorher nicht ganz klar, dass das welche machen, weil ich dachte, ich wäre so ein kleiner YouTube-Channel. So, nachdem das jetzt aber vorgekommen ist, muss ich euch über bestimmte Vorgänge jetzt informieren, damit ihr auch wisst, ob ich es wirklich bin oder ob ich es nicht bin. Gut, wegen den Servervorstellungen. Also, wenn ich eine Servervorstellung mache, dann ist es so, dass ich erstmal auf den Server komme, weder Rechte noch irgendwas will. Ich schaue mich auf dem Server um, gucke öfters auch mal rein. Solange ihr von mir nichts hört, irgendwelche Rechte haben will, dann will ich auch keine haben. Also, dann da braucht ihr auch mir keine geben. Dann gehe ich in meinen YouTube-Channel, schaue mir, wer mir den Server mitgeteilt hat, schreibe ihn an, sage ihm, dass ich vorbeikommen werde demnächst, mache vielleicht auch noch einen Zeitpunkt aus und schaue dann nochmal rein, schreibe aber in dieser Nachricht rein, ob ich irgendwelche Rechte haben will. Wenn ich in dieser Nachricht nicht reinschreibe, dann will ich auch keine Rechte und dann braucht ihr auch mich nicht zum Bilder oder sonst was zu machen. Denn meine Vorstellungen werden nämlich immer so gemacht, dass ich das genauso sehe wie die Gäste, damit man das auch nicht, den Server halt in der Reihenform gezeigt wird. Ja, und das war's. Und dann möchte ich natürlich keine Nachrichten lesen, wie, du warst heute auf meinem Server, wurde gegrieft, etc. Also, ich griefe ja grundsätzlich nicht. Ich habe überhaupt keine Zeit für irgendwelchen Unsinn. Erstens bin ich zu alt dafür und zweitens, was bringt es? Ja, das wollte ich jetzt nochmal als Infovideo machen, da es ja langsam so in Gefahr läuft, dass die Server, die sich bei mir melden, ich mache das jetzt aus Werbungsgründen, mache ich ja einen Blog, damit die Leute auch sehen, welche Server sie besuchen können. Anscheinend gibt es aber auch genau das Gegenteil, die Leute, die auf diesen Server gehen und sich für mich ausgeben. Und was soll dieser Scheiß von Windows hier dauernd? Ja, und deswegen gibt es jetzt diese Vorkehrung. Also, wie gesagt, ich will keine Rechte, keine Baurechte, nichts an Rechten haben. Komme auf euren Server und nehme das auch so auf, wie ich das will. Werde aber, wenn ich Rechte brauchen sollte oder ihr mir Rechte geben wollt, dann schreibt mich vorher auf YouTube an und sagt mir Bescheid. Ach, gebt mir ja nicht Rechte zum Bauen, wenn ich auf dem Server bin. So, das war's. Alternativ dazu könnt ihr mich noch auf meinem eigenen Server finden und dort auch fragen, wenn ich online bin, oder mein Sohn Gorgoli, der auch, den ihr auch nur auf meinem Server lieber besuchen solltet, und auch wenn er dessen Namen irgendwo auftaucht, muss es nicht unbedingt zwangsläufig er sein. Deswegen schaut einmal auf meinem Server, ob ich drauf bin oder ob Gorgoli neu, der sagt mir dann Bescheid. Und dann halt dieser YouTube-Channel. Das ist die sicherste Methode über diesen YouTube-Channel. Ne? Okay, das war's und danke fürs Zuschauen und Windows nervt mich nicht. Macht's gut und viel Spaß noch auf YouTube. Tschüss!